Leute, und herzlich willkommen zu einem weiteren Projekt auf meinem Kanal. Und wie ihr seht, wir sind in Minecraft und nicht in Ark. Was ist da wohl los? Das werde ich euch jetzt alles erzählen. Ihr seht, es ist nicht das normale Minecraft. Seht schon oben rechts an den Skills, die ihr vielleicht aus den großen Minecraft-Projekten jetzt kennt, wie zum Beispiel Minecraft Nero. Aber wir haben jetzt, also dadurch wisst ihr jetzt schon mal, es ist auf jeden Fall ein Modpack, welches wir hier spielen. Aber es ist nicht nur ein Modpack, sondern es sind so viele, die hier drin sind. Zum Beispiel ist auch IC drin. IC? Okay, ist jetzt kein gutes Beispiel. Was ist denn? Der Maze Raider ist zum Beispiel IC. Muss ich Minecraft auf Englisch dafür stellen? Sprache. Und spiel's mal kurz auf Englisch. Hallo? Okay, es dauert jetzt noch ein bisschen. So. Dann. So, jetzt kommt hier auch der Maserator. Zum Beispiel hier aus IC ist auch mit dabei. Oder aus Farmcraft haben wir mit dabei. Wir haben Blood Magic mit dabei. Wir haben hier das Not Enough Item, den Not Enough Items Mod. Hier den Blood Altar und so weiter. Ist natürlich hier alles mit am Start. Und so, wir bauen uns jetzt erstmal den ersten Baum ab. Oh. Ich habe mich jetzt halt vor, auf so gut wie jeden Mod, der hier drin ist, zu konzentrieren. Wieder wegmachen. Sehr schön. Also auf Blood Magic, auf IC und so. Es wird manchmal wahrscheinlich ein bisschen länger dauern. Die Folgen gehen so ungefähr 20 Minuten immer. Aber es gibt jetzt nicht wirklich eine Regel. Das heißt, ich kann... Hier ist schon ein Mob. Das heißt, ich kann es eigentlich machen, wie ich möchte. Und der mal hört sich böse an, deswegen Pickaxe. Zack, 5 Steine. Schwert. Stone Pickaxe. Oh, da jetzt fehlen die Sticks. Zack. Stone Pickaxe. So, jetzt haben wir schon mal den ganzen Anfangsstuff. Den ich gleich mal mit hier. Ich crafte schnell. Eine Axt und nehme noch mal ein bisschen mehr Holz mit. Denn ich will direkt anfangen zu farmen, weil es halt so viele verschiedene... ich hoffe, die Sounds sind nicht zu laut. Keine Ahnung. Bei Music and Sounds. 20. So. Nein. Zack. Dann jetzt nochmal ein bisschen Holz. Und dann gehen wir direkt mal hier runter in eine Höhle, denn es gibt halt so viele verschiedene Erze. Und wir brauchen die unbedingt. Allerdings ist auch Eisen und so. Ist hier in diesen Mods nicht immer eine Sinnverständlichkeit. Ja, auf jeden Fall. Nicht immer Selbstverständlichkeit, denn zum Beispiel beim Macerator, also beim IC Craft, also Industrial Craft Mod, braucht man so viel Eisen, dass man es immer erst Maceraten sollte, bevor man damit irgendwas anderes vorhat. Mach ich auch gleich hier nochmal eine Tür rein. Und wir bauen uns dann direkt mal runter. Lust, ich habe auch immer vor, mich so ungefähr tagesaktuell aufzunehmen, dass ihr mir auch gute Kommentare schreiben könnt, was ich hier machen soll und so weiter und so fort. Habe ich da gerade eine Höhle irgendwo?
Boah, die Sounds machen einen ja verrückt. Oh, 5 Minuten, Terrine. Ist, falls ihr es wisst, ein Spruch aus Izzys Videos. Keine Ahnung, ich habe mich jetzt auch schon so dran gewöhnt, weil ich die relativ regelmäßig gucke, das jetzt auch gesagt habe. Ja, auf jeden Fall. So. Wir sind auf Höhe. ...67. Oh, das ist das Amber. Ich glaube, das ist Amber. Kann man das mit Stein abbauen? Okay. Dann müssen wir noch weiter runter und auf Eisen hoffen. Ich höre irgendwo eine Höhle. Ich glaube, ich grab mich sogar direkt drauf zu. Dieses Wasser die ganze Zeit, deswegen bin ich jetzt so ruhig. Ich habe doch noch keine Fackeln und so gemacht, das war dumm. aber ich habe Kohle, woher? Okay. Habe ich irgendwo Kohle, weil wenn ja, würde ich es ganz gerne mitnehmen. Sieht aber eigentlich nicht so aus. Ich mache mir noch mal jetzt ein Crafting Table. Mit einem Ofen direkt. Denn ich habe eine Mod. Oder? Ne, es geht glaube ich ohne Texture Pack. Normalerweise, oder? Habe ich noch eine Mod drin? Die jetzt eigentlich zeigen sollte, was da oben drin liegt und so. Allerdings geht das nur ohne Texture Pack, deswegen ist sie wahrscheinlich etwas unnütz, aber egal. Ich höre das Wasser jetzt auch nicht mehr richtig. Boah, ist viel Erde. Egal, wir gehen nochmal weiter runter, würde ich sagen. Jetzt auf für 46. Ich kann jetzt hier mal auch ab und zu Fackeln setzen. Ich mach das auch so jetzt. So. Schwert hier. So, jetzt muss ich mir eine neue Spitzhacke craften. Ich höre immer noch Mobs und so weiter. Hier in die Richtung, glaube ich. Sind's hier? Da! Hab's geschafft! Höhle! Leute, wir haben's geschafft! Was ist das? Oh nee, was ist das? Ich kann das jetzt nicht sehen. Das könnte Leim sein. Ich guck mal kurz nach. Oder Copper. Okay, ich brauche auf jeden Fall erstmal Eisen. So, schon mal unten Höhle angekommen. Perfekt, da ist schon mal Eisen. Ein Stück, ja, auf jeden Fall. Das bringt uns da gar nichts. Und das ist Copper, ja. Wie erwartet. Das Copper, das brauchen wir für den C-Mod.
Ja. Das abbauen hier. Denn davon brauchen wir auch noch richtig schön viel. So, alles. Oder noch Kohle nehmen wir auch noch mit, würde ich sagen. Und davon ist noch Eisen, sehe ich gerade aus dem Augenwinkel. Und wir sind ja auch auf Höhe 27, also noch ein bisschen hoch. Da sollten wir vielleicht ein bisschen tiefer gehen. Denn wir brauchen ja auch Diamanten und so weiter. Deswegen werde ich mich gleich runterbauen. Oh Gott, das ist glaube ich Limonite. Wie macht man denn diese Einstellung an? Oh nee, keine Ahnung. Jetzt sieht es mal das hier aus. Und da vorne ist ein Skelett. Das verbrennt gerade. Nein, bitte nicht sterben. Das war dumm, das war dumm. Komme ich hier so ein bisschen zur Seite. Oh, gut. Oh, danke. So, nice. Das haben wir schon mal überlebt. Hier ist noch mehr Eisen, sehr schön. Haben wir auch schon, das heißt, wir können das Eisen auch direkt schmelzen. So. Und dann gucke ich mal direkt, was wir für einen Macerator brauchen. Ne, für einen Generator erstmal. Also von ganz normalen Standardgenerator. So. Brauchen wir eine RE-Batterie. Die brauchen wir Tin Item Casing, Redstone und ein Isolated Tin Kabel. Tin haben wir noch gar nicht und Rubber Wood haben wir auch noch nicht. Das heißt, da müssen wir erstmal nach oben suchen. Allerdings habe ich auch kein Essen und kann deswegen nicht regenerieren. Das ist auch nicht gut. Ist es Tin? Ich glaube schon. Was ist Tin? Oder Aluminium, eins von beiden. Ich weiß nicht, kann man das mit Stein abbauen? Sieht gut aus. Genau, perfekt. Boah, jetzt echt so viel. Da oben ist ein Zombie. Das hier ist Copper, oder? Oh ne, wir müssen wieder in die Oberfläche. Wegen Essen. Ich mir schnell das Eisen ab. Daraus mache ich direkt die Spitzhacke. So, perfekt. Den Crafting Table nehme ich auch wieder mit. Diesmal gehe ich auf Nummer Safe. Grab mich hier so ein bisschen außen lang. So mehr Kohle. Hier ist jetzt die Slime, glaube ich. Ne, das können wir noch nicht abbauen mit Eisen. Dafür brauchen wir Diamant. Was ist das? Zinnober. Ist glaube ich von Thaumcraft. Oder? Das kann man doch sehen hier, oder? Ne, schade. Nehmen wir hier noch mehr Eisen mit. Das brauchen wir auch im Überfluss. So. Was ist das da? Würde ich auch abbauen. Alles mit dem, was man ja bekommen kann. Oh, das Tin? Das ist dieser eine. Was ist das Aluminium wahrscheinlich? Der Lead. Ich glaube, Lead ist unnötig, aber ich nehme es mal mit. Das ist doch Zinn und Kupfer, oder? Brauchen wir auch noch richtig viel von. Deswegen alles hier mitnehmen. Wir brauchen die Erze.
Oh, und dann haben wir jetzt nochmal hier durch unseren Skill, durch unseren Abbauskill, da sind wir jetzt auch schon Level 2, haben wir Kohle bekommen, sehr nice. Und da vorne sind irgendwelche Mobs. Seid los, die Cyclops, tschüss. Angry Zombie. Hat gedroppt, Zombie Brain. Ich weiß nicht, ob man davon stirbt. Lol. Lol, was war das denn? Gestorben, wie man sieht. Und ich würde aber auch schon sagen, das war's auch für die erste Folge. In der nächsten Folge werdet ihr sehen, wie es weitergeht, ob ich meine Sachen zurückbekomme. Also schaltet unbedingt ein. Bis dahin. Ciao.